Ey, ho, meine Lieben, dann wären wir bei Teil 3 der Pizzaschlacht. Ja, ein Video bearbeiten, ist mir so die Idee gekommen, weil es doch eine ganze Menge an Material war, mehr Teile daraus zu machen. Und ja, Teil 1 war der Teig, Teil 2 war die Vorstellung vom G3 Pizza Ferrari mit den ersten Pizzaversuchen. Und heute will ich mir eine schöne Pizza Hawaii machen. Der Teig ist noch im Kühlschrank, in der Dose, wo ich ihn gestern rein habe. Und den gucken wir jetzt an, wie der oder ob der nochmal aufgegangen ist. Ich weiß es selber noch nicht. Und ja, dann werde ich mir eine Hawaii-Pizza machen. Drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. So Leute, da wären wir in meinem geordneten Chaos. Wieder das Pizzamehl. Das brauche ich einfach nochmal zum Einmehlen von der Arbeitsfläche. Dann wieder den Schinken. Pizzaioli, ganz wichtig, auch für eine Hawaii-Pizza. Dann Ananas, stückig. Pizza und Grattorkäse oder andersrum gesprochen, Mozzarella gerieben. Ich könnte jetzt sagen, ich habe hier eine Pizzasoße gemacht. Wird wahrscheinlich jetzt jeder glauben. Aber nein, das war die Soße aus der Dose. Und ich muss sagen, die ist wirklich lecker. Da mache ich mir für mich alleine nicht extra die Arbeit. Und tja, die Dinger sind mal wirklich nochmal aufgegangen. Tja. Und der Mist klebt immer noch wie Sau. Macht nichts, da müssen wir jetzt durch. Da muss ich durch. Also mal schauen, dass ich das Ding ein- und rauskriege. Naja, so, der zweite kommt wieder in den Kühlschrank, da mache ich morgen noch mal eine Pizza. Das wird dann Teil 4. So, Pizza Ferrari stelle ich heute wieder experimentieren mit der Temperatur. Und zwar stelle ich den jetzt auf 2. Ja, machen wir 2, bisschen über 2. Einfach mit der Temperatur experimentieren. Und jetzt so wie ich es in dem Video gesehen habe. Ein bisschen fausten. Ja, das habe ich nicht gesehen. Aber dann tun wir den Teig wieder so rausdrücken. Ich möchte jetzt endlich mal eine schöne runde Pizza hinkriegen. Also ich werde auf alle Fälle das nächste Mal dann wieder einen Teig machen und dann hoffentlich einen richtig, richtig geilen. Das werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Und ihr natürlich auch. Vielleicht in der Zwischenzeit noch mehr Pizza-Videos angucken, wie die das so machen. Also von rund ist es noch weit weg. Na
normal sollte sich ja der Pizzateig auch nicht mehr so zurückziehen, wie es der hier macht. Schauen wir mal beim nächsten Mal, dann sehen wir schon. Ich krieg's nicht hin. Mann. Ein bisschen größer kann sie schon noch werden. Blutige Hennerköpf. Besonders weil hier der Teig außen ja noch so dick ist. Egal. Jetzt warte ich aber noch einen kurzen Augenblick, bis sich der Pizza-Ferrari ordentlich aufgeheizt hat. In der Zwischenzeit probiere ich vielleicht noch ein bisschen hier zu drücken und zu kneten. Und dann sehen wir uns wieder und da kommt dann die Pizzasauce drauf. So Leute, wirklich viel hat sich jetzt nicht mehr getan, aber dafür habe ich gerade das andere Video fertiggestellt, das erste, und hochgeladen. Jetzt haben wir hier wieder unsere Tomatensauce drauf. Und ich verschmiere das Zeug wieder schön bis zum Rand raus. Kann man, muss man aber nicht. Man kann auch den Rand mit Olivenöl noch zusätzlich einkleistern. Da wird er auch richtig geil. So, ich will dieses Mal ein bisschen mehr von der Soße drin haben. Käse. Also ich muss ja eigentlich gleich mehr Videos machen, damit ich meine ganzen Zutaten auch wegbringe. Weil alles andere wäre blöd, sinnlos und Verschwendung, wenn ich es wegschmeißen müsste. Käse. Aber ihr wisst ja, ich hau oben eh noch mal ein bisschen was drüber. So, den Schinken zerrupfen wir einfach ein bisschen. Was ich jetzt noch vergessen hatte, wir brauchen einen Curry auch noch, aber der steht hinter mir ja im Regal. So, dann mache ich meine Dose Ananas auf. Wer macht hier Ananas? Sind es so große Stücke? Warum sind es so große Stücke?
auf den Hawaii-Pizzen ist mir sowieso immer viel zu wenig Ananas drauf. Oh, ich wollte unten eigentlich noch ein Pizzaioli-Gewürz drüber träufeln. Direkt auf die Pizzasoße. Das habe ich jetzt vergessen. Ach, da geht schon noch was. Kommt da eh noch ein klein bisschen Käse drüber. Streuen wir hier jetzt schon mal ein bisschen Pizzaioli drauf. Nicht zu viel. Weil da kommt jetzt noch Curry drauf. Da haut ihr so viel drauf, wie ihr wollt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich sagte ja, ich liebe es, wenn der Käse noch oben drüber ist. Aber dieses Mal nehme ich ein bisschen weniger. Aber nicht zu wenig. Ganz und gar nicht zu wenig. Okay. Gut. Dann Teile tue ich auch noch ein bisschen einmehlen. Schnappen wir uns unsere Pizza. Also ich finde das genial mit dem geteilten Blech. Und gehen rüber zum G3 Ferrari. Und den drehe ich jetzt auf etwas über 2,5. Dass das Licht wieder angeht und jetzt ganz schnell und jetzt ist meine Pizza hier zu groß oder was? Ich flippe aus. Ne, müsste gehen. Deckel zu und abwarten. Knappe 5 Minuten. Also, wie gesagt, ich experimentiere hier jetzt erst einmal mit der Temperatureinstellung alles, die nächsten Videos auch, wenn ich mache. Und sag's euch natürlich immer dazu. Die letzte Pizza hatten wir eben dann auf Stufe 3, die jetzt auf zwischen 2,5 und 3. Und 4 Minuten hatte ich, glaube ich, eingestellt. 4,5. Jetzt gucken wir schnell mal nach. Ja gut, einen kleinen Augenblick darf sie noch. Habt ihr sie gesehen? Sieht gut aus. Aber jetzt schon. Ja. Wenn mich jetzt jemand zu dem G3 Ferrari fragen würde, wie ich den finde und ob er sich den kaufen soll, dann würde ich sagen, auf alle Fälle kauft euch das Teil. Das ist geil. Außer man hat natürlich draußen einen Kugelgrill mit einem Pizzaaufsatz. Das ist natürlich dann auch richtig geil. Aber für die Küche, für drinnen, optimal. Optimal. Gut. Pizza fertig. Behaupte ich jetzt ganz pauschal. Na?
klebt die hier am Rand fest. Das sollte ja nicht sein. Naja, wahrscheinlich wird am Rand der Pizzastein nicht ganz so heiß. Jo, dann heize ich das Ding jetzt nochmal volles Programm auf. Und dann schauen wir nachher nochmal ganz kurz rein, ob sich der Stein halbwegs sauber brennt. Was ich jetzt aber nicht glaube. Und da liegt meine Hawaii-Pizza. Also, dieses Mal hat sie definitiv wieder Farbe bekommen. Ja, das war zu weit am Rand. Das merkt man schon. Also ich bin ja sowieso ein Fan von Pizzas, wo nicht so steinhart sind, auch die Ränder. So. Sieht das Stück nicht geil aus? Und das probieren wir jetzt. So, da ich ja hier unten drin schon das Pizzaioli-Gewürz etwas neu habe, spare ich mal das jetzt zum drüber tun. Riechen tut sie mal richtig lecker. Heiß ist sie. Und was soll ich sagen? Eine richtig geile Hawaii-Pizza. Also im Live-Chat haben sie ja wirklich gesagt, probiert es mal, macht es mal, kauft ihr den G3. Ja gut, ich habe jetzt Gott sei Dank nicht selber kaufen müssen. Nochmal vielen Dank, Thorsten. Ich würde nie mehr in Pizzeria gehen und mir dort eine Pizza holen. Jein. Vom Geschmack her auf alle Fälle, aber von der Zubereitungszeit, wenn man ganz schnell Bock hat auf eine Pizza, da hole ich mir noch eine. Aber ansonsten, Hammer. Ein Pizzazettel kann man jetzt als Vorlage nehmen, um selber Pizza zu machen. Aha. Dieses Mal ist der Rand nicht so fluffig aufgegangen wie das letzte Mal. Aber trotzdem. Hawaii-Pizza ist ja mein absoluter Favorit. Gut, Freunde. Ich sage jetzt schon mal Tschaikowski. Daumen nach oben, wenn euch auch dieses Pizza-Video gefallen hat. Und ganz zum Schluss lupfe ich dann nochmal den Deckel vom G3 Ferrari. Das dauert aber jetzt noch ein bisschen. Beziehungsweise, das sage ich euch dann im nächsten Video, dann beenden wir dieses Video komplett und ich zeige euch dann einfach, ja, im nächsten Video, im nächsten Pizza-Video, morgen. Also, Tschaikowski, wir sehen uns, bis demnächst. Ich esse jetzt meine Pizza. Geil.